Es ist außergewöhnlich, dass der G7 in Brüssel tagt. Und das war auch wirklich ein außergewöhnlicher Gipfel. Gestern Abend haben wir hauptsächlich über die Ukraine gesprochen. Und viele von Ihnen haben es vielleicht auch schon gesehen, aufgrund des Kommuniqué, das wir gestern herausgegeben haben. Die Ukraine-Russland-Krise ist ja auch der Grund dafür, dass ein G7-Gipfel stattfindet und nicht der eigentlich vorgesehene G8. Das ist der erste G7 seit 15 Jahren. Aber wir hatten eine sehr volle Tagesordnung. Eine Tagesordnung, auf der alle Themen standen, die bei einer normalen G8-Sitzung besprochen werden. Also wir haben die globale Wirtschaft angesprochen, den Handel, die Energie, Klimawandel, Entwicklung und natürlich auch die Krise in der Ukraine. Aber wir haben auch über andere außenpolitische Themen gesprochen, zum Beispiel auch die Probleme in Asien, also Ost- und Südchinesisches Meer. Seit Beginn der Ukraine-Krise haben die Mitglieder von G7 und die Europäische Union geeint immer eine Antwort gefunden. Wir haben auf Aggression nicht nur politisch reagiert, sondern auch wirtschaftlich, indem wir Sanktionen verhängt haben. Diese Sanktionen treffen, und zwar direkt, und sie schaffen auch Unsicherheit. Die wirtschaftlichen Auswirkungen, auch von relativ begrenzten Sanktionen, ist jetzt schon klar zu sehen. Aber wir reagieren nicht nur. Wir haben als Europäische Union und als G7 auch eine positive Agenda entwickelt. Eine diplomatische Agenda, mit der wir eine Deeskalierung mit Russland finden wollen, eine Stabilisierungsagenda, um der Ukraine finanziell, wirtschaftlich und politisch zu helfen. Und das unter anderem auch, indem als Europäische Union das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet wird. Und die Ukraine hat auch eine positive Agenda entwickelt. Man will jetzt Verfassungsreformen einleiten, Dezentralisierung vornehmen. Man wird einen nationalen Dialog einrichten und auch ganz wichtig, freie und faire Präsidentschaftswahlen organisieren. Gestern Abend haben wir aufgrund der allerjüngsten Entwicklungen noch einmal bestätigt, dass das der richtige Ansatz ist. Die G7-Führer begrüßen Petro Poroschenko als gewählten Präsident der Ukraine. Und wir freuen uns, dass er wirklich alle Menschen in seinem Land erreichen will. Seine Wahl kann wirklich jetzt die Situation grundlegend ändern. Wir erwarten, dass Russland mit ihm als ukrainischen Präsidenten zusammenarbeitet. Und wir drängen Russland darauf, die Militärkräfte schneller zurückzuziehen an der Grenze zur Ukraine. Wir möchten Russland bitten, keine Waffen mehr zu schicken, keine Militanten. Und es soll auch seinen Einfluss geltend machen bei den bewaffneten Separatisten, damit sie ihre Waffen niederlegen und von der Gewalt absehen. Wenn man das nicht macht, dann ist das sehr gefährlich, weil dann der Konflikt in den östlichen Provinzen noch schlimmer wird. Und deswegen fordern wir Russland auf, jetzt wirklich eine politische Lösung zu finden. Wir haben es auch gestern gesagt, gestern Nachmittag. Falls die Ereignisse es nötig machen sollten, sind wir bereit, unsere zielgerichteten Sanktionen zu verstärken und zusätzliche Maßnahmen zu überlegen. Der Europäische Rat wird die Situation dann noch einmal bewerten, und zwar Ende Juni. Übermorgen werden einzelne G7-Staats- und Regierungschefs in Frankreich Präsident Putin diese Botschaft mitteilen. Während des Gipfels haben wir auch andere besorgniserregende Situationen in der Welt besprochen. Wir haben natürlich über Syrien gesprochen. Das ist ja der schlimmste Konflikt in der Welt und die schlimmste humanitäre Tragödie. Die gesamte Region ist unter großem Druck. Dienstag gab es Wahlen, aber sie waren leider nicht fair und das bringt uns nicht einer Lösung näher. Nur eine ganz klare Verpflichtung von allen Seiten, um einen wirklichen politischen Prozess zu erreichen, kann die Perspektive von Stabilität und Frieden in Syrien bringen. Die Europäische Union wird weiter alle Bemühungen unterstützen, um das Leiden des syrischen Volkes zu erleichtern. Dann haben wir auch die Situation auf dem afrikanischen Kontinent besprochen, Libyen, Mali, die Zentralafrikanische Republik und Nigerien. Bei unseren Diskussionen heute früh gab es einen guten Meinungsaustausch im Zusammenhang mit der globalen Wirtschaftsperspektive. Um den Tisch herum wurde eines klar: Wachstum und Beschäftigung müssen
unterstützt werden. Das ist weiter unsere erste Priorität. Ich habe dann auch die Situation in der Europäischen Union erläutert, habe gesagt, es gibt gute Nachrichten. Aber es gibt auch besorgniserregende Entwicklungen. Die guten Nachrichten sind, dass wir nächstes Jahr 2% BIP-Wachstum haben werden, insgesamt in der Europäischen Union. Und zwar in allen Ländern gibt es Wachstum, auch in den schwachen Ländern. Und dieses Wachstum wird vor allem durch inländische Nachfrage gestützt. Aber wir haben immer noch viel zu viel Arbeitslosigkeit. Zwischen 2013 und 2015 werden wir etwa 1,6 Millionen Arbeitslose weniger erreichen können. Das habe ich auch gestern schon gesagt. Es gibt jetzt mehr Beschäftigung, aber das geht sehr langsam, etwas weniger als 1% von 2013 bis 2015. Wir versuchen nun, Hindernisse für das Wachstum abzubauen. Und ja, eins ist zum Beispiel, dass es zu wenig Kreditvergabe gibt. Also wir haben da Asset Quality Review, wir haben die Stresstests, wir haben Rekapitalisierung der Banken, damit es eben wieder Kreditströme geben kann. Gleichzeitig befasst man sich jetzt auch mit dem Problem der niedrigen Inflation. Die Zentralbank befasst sich damit. Das ist ein Problem, gerade für die Wirtschaften, in denen man viele private und öffentliche Schulden hat. Und dann habe ich natürlich auch gesprochen von den Bemühungen, die unsere Mitgliedstaaten durchführen im Bereich der Strukturreformen. Wir müssen das Potenzial unserer Wirtschaften wirklich nutzen. Wir müssen den Binnenmarkt weiterentwickeln. Wir brauchen Strukturreformen in den Mitgliedstaaten. Wir brauchen mehr Innovation auch in die digitale Wirtschaft, im Bereich Energie, im Bereich Telekom. Und wir haben unseren Kollegen im G7 auch erklärt, was wir in dieser Hinsicht in der Europäischen Union tun. Dann haben wir heute auch gute Fortschritte erzielt bei der schwierigen Frage der Energiesicherheit. Präsident Barroso wird das dann noch weiter ausführen. Das ist für die Union eine sehr große Priorität, genauso wie der Klimawandel. Beim Klimawandel werden wir beim Europäischen Rat im Oktober Entscheidungen treffen, damit wir dann Anfang 2015 auch schon unsere Verpflichtungen abgeben können zur Vorbereitung der COP-Konferenz in Paris. Also das kann man dann im Juni im G7 in Deutschland auch noch koordinieren unter den G7-Führern. Wir werden dann also unseren Ansatz im Zusammenhang mit dem Klimawandel koordinieren, damit die Konferenz in Paris ein Erfolg werden kann. In der letzten Woche hat die Kommission eine Strategie vorgeschlagen zur Stärkung unserer Energieversorgungssicherheit, und die EU-Präsidenten und Premierminister werden das besprechen bei unserem nächsten Gipfel am 27. Juni. Abschließend kann ich sagen, wir hatten einen wirklich außergewöhnlichen Gipfel, und als Gastgeber freue ich mich, sagen zu können, dass wir das so kurzfristig organisieren konnten. Ich bedanke mich bei den anderen G7-Führern und bei ihren Teams für den wirklich kollegialen G7-Geist, in dem wir arbeiten konnten. Die meisten von uns werden sich dann morgen schon wieder in der Normandie treffen. Da gibt es ja die D-Day-Gedenktage. Und wir freuen uns schon auf die Amtseinführung von Präsident Poroschenko in Kiew am Samstag. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Europäische Union die Ukraine weiter unterstützt. Danke.